Herzlich willkommen zu unserem Aritech Talk Live zum Thema ECS. Wie ihr seht, haben wir hier alle Masken auf. Ich werde mal die Maske runternehmen. Wir haben Covid-Zeit und da ist der Sicherheitsabstand ganz wichtig. Und deswegen haben wir hier beide an diesem Set zwei Positionen, die doch weit auseinander sind, festgemacht, um einfach immer wieder diesen Sicherheitsabstand einzuhalten. Deswegen können wir diese Maske mal wegpacken, damit ihr uns besser verstehen könnt. Mein Name ist Christina Chai, ich bin Produktmanagerin für ARI in dem Bereich Electronic Knowledge Systems. Das sind alles elektronische Zubehör. Und hinter mir steht der Hendrik Voss und ich bin auch Produktmanager für das ECS-System. Zuallererst mal vielen, vielen Dank an das ganze Team hinter der Kamera. Wir haben hier Henning, wir haben hier Simon, wir haben hier Florian, wir haben hier Annalena, Saskia, Rosi. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die das möglich machen, dass wir hier dieses Webinar abhalten können. Ganz zu Anfang noch ganz wichtig, wir haben ja auch unsere Chatforum, die Möglichkeit, bitte Fragen zu stellen, jederzeit. Wir werden die Fragen einfach alle sammeln und dann hinterher kann man die Fragen dann auch beantworten. Wir werden dieses Webinar in zwei Teile einteilen. Zum einen werden wir zuerst einmal auf diesen technischen Teil eingehen und im zweiten Teil dann auf die Use Cases. Die Use Cases zeigen wir anhand von drei Kamera-Setups. Wir haben da auch schon was aufgebaut, wie ihr seht, Select LF, wir haben hinten die Mini LF und wir haben später noch eine andere Kamera, die wir noch nicht sagen werden, welche das sein wird, eine Überraschung. Unser ERM 2400 LTS ist ein externes Radio-Modul. Dieses ersetzt eine Kabelverbindung von LTS, Elbus oder EXT und sendet Daten über Funk. Zwischen diesen beiden Radio-Modulen gibt es eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung und die Daten werden nacheinander als Bitstrom über die einzelne Leitung übertragen. Das ist wichtig zu wissen, weil normalerweise kennen wir das ja schon von der W24. Die W24 hat eine Netzwerkfähigkeit. Das liegt an dem EMIB 400 oder 300 in dem Fall, an der Kamera und an der Handunit. Und das bedeutet, dass mehrere Handunits in unserem Funksystem drin sein können. Dies ist nicht möglich beim ERM. Das ERM hat, wie gesagt, eine Punkt-zu-Funk-Verbindung. Das heißt, immer ein Gerät kann an einer Handunit montiert werden und verbunden werden und das zweite Gerät auch an einer Kamera. Unser ERM 2400 LCS, wie der Name schon sagt, nutzt das Frequenzband 2,4 GHz. In diesem Frequenzband benutzt es dieses sogenannte Frequency Hopping Verfahren und mein Kollege Hendrik wird darauf mal näher eingehen, was es genau bedeutet und wie das funktioniert. Ja, genau. Das aktuelle Nutzspektrum ist ja sehr, sehr eng, ganz kleiner, schmaler Frequenzbereich, der wirklich genutzt wird. Und um das ganze Signal aber störunanfälliger zu machen, gibt es da Verfahren, um das aufzuspreizen. Und das eine Verfahren ist eben dieses Frequency Hopping Verfahren, was auch Frequency Hopping das ist wirklich ein Zungenbrecher jedes Mal, Spread Spectrum Verfahren genannt wird. Und Spread Spectrum heißt eben, dass man diesen schmalbandigen Spektralbereich aufspreizt. Beim Frequency Hopping wird es halt dadurch gemacht, dass dass verschiedene Frequenzen genommen werden und quasi im nutzbaren Frequenzbereich hin und her gesprungen wird. Also in diesem 2,4 GHz Frequenzbereich, der nutzbar ist, springt das Signal hin und her und kann so Störungen aus dem Weg springen, kann auch kurz in Störungen reinspringen, aber springt dann auch gleich wieder raus, sodass das Signal im Allgemeinen sehr ein robustes Signal ist. Wir nutzen 100 Milliwatt Ausgangsleistungen bei der Zone 1 Einstellung für Europa und 1 Watt bei der USA Einstellung beim ERM und haben da wirklich viele Tests gemacht und haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und haben eben da diese Robustheit des Signals sicherstellen können. Das zweite Frequenzspektrumverfahren, was es gibt, ist das Direct Sequence Spread Spectrum-Verfahren. Das nutzen wir bei unseren EMIB-Modulen. Und da ist es so, dass dieser schmalbandige Bereich quasi einfach aufgespreizt wird, aber an einer Stelle bleibt. Dadurch ist er auch unanfälliger gegen kleinere Störungen.
Aber wenn es jetzt eine Störung gibt, die eben genau auf diesem Frequenzbereich sitzt, dann schlägt die umso mehr zu Buche. Auf der anderen Seite kann es natürlich beim Frequency Hopping auch der Fall sein, dass man öfters mal in Störungen reinspringt, die man natürlich mit einem festen Frequenzbereich gut umgehen kann oder vermeiden kann. Somit haben beide Systeme ihre Vor- und Nachteile. Und jetzt gebe ich wieder zurück an die Christine. Ja, vielen Dank, Hendrik. Unser RM wird in der Regel immer als Set, also als eine Art RM-Paar verkauft und auch weitergegeben. Das ist ganz wichtig, weil immer zwei RMs miteinander gepaart sind vorab. Das kann man mal hier gut sehen, diese Paare. Wir haben dazu auch noch einige Kabel, die dazugehören, diesem Setup. Wir haben zum Beispiel das FS-CAN auf LCS-Kabel, wir haben das FS-CAN auf Elbus-Kabel und das FS-CAN auf EXT. Das ist wichtig, weil wir haben ja verschiedenste Möglichkeiten, dass man das RM an eine Handunit zum Beispiel oder an einen OTU und so weiter dranhängen kann. Und da brauchen wir auch die verschiedenen Ansteckmöglichkeiten. Wie ihr seht, haben wir hier jetzt schon mal drei Kabel sichtbar. Rechts ist die Elbus-Variante, dann haben wir LCS und wir haben EXT. Ganz wichtig, man kann auch sehen, dass die Kabel vorne haben eine weibliche Endung und auch zum Beispiel das Kabel FS-CAN auf Elbus ganz rechts hat ebenfalls eine weibliche Endung. CAN-Connector. Das ist wichtig zum Beispiel, wenn man dann da die Elbus-Kabel dranhängen möchte, die ja alle männlich sind, dass man das tun kann. So, die meisten fragen sich vielleicht, was dieses FS-CAN bei diesen FS bedeutet. Und zwar, das heißt FOMA Systems. Wir haben unser RM, das RM wurde von FOMA entwickelt für ARI exklusiv und wird auch von ARI exklusiv vertrieben. Damit ist, glaube ich, die Frage sehr gut beantwortet. Das letzte Kabel, was wir noch haben, ist ein Powerkabel. Genau, man kann auch kurz nochmal sehen, diese Endungen auf dieser Folie hier von den verschiedensten Steckern, da rechts im Bild. So, auf der nächsten Folie sehen wir ganz gut, wir haben das ERM und das kann man an verschiedenste Geräte dranstecken und verbinden. Zum einen kann man sie verbinden mit unseren ARI Handunits wie der W24 oder der SXU. Dann genauso auch mit der Handunit von Simotion, mit der Cipro Handunit. Aber es gibt natürlich auch Geräte, die keinen internen Funk besitzen, wie zum Beispiel die Mastergrips oder der OTU. Und das ist ganz praktisch, weil wenn man zum Beispiel jetzt keine weitere SXU oder ein W24 am Set hat, die einen Funk eingebaut hat, und man möchte jetzt dann schon auch noch eine Art Funkschärfe haben, kann man einfach ein ERM nehmen und an ein OTU oder Mastergrip dranstecken. Das werden wir auch später mal zeigen in unseren Use Cases. Ich möchte mal als nächstes mal kurz eingehen, weil die meisten sich gefragt haben zum Thema Range, wie weit kann denn jetzt dieses ERM gehen? Der ERM schafft eine Range von 1000 Meter, das ist sehr weit und vor allem wichtig bei sehr, sagen wir mal, so herausfordernden Car-Action-Szenen, Verfolgungsjagden. Und wir hatten da auch schon Chancen, das auszuprobieren und auch im Set gehabt, nämlich letztes Jahr Set-Premiere Fast and Furious 9 im Dschungel in Thailand war das an Bord mit vom Start und hat funktioniert und wir hatten die volle Reichweite. Genauso aber auch bei einem weiteren Film Ford vs. Ferrari. Beides Filme, wo Autos im Zentrum stehen, beides Filme, wo viele Carving-Szenen vorhanden sind und wo eine lange Reichweite wichtig ist. So, kommen wir zum nächsten Thema und zwar zu unserer GUI, zum User-Interface. Im Wesentlichen, das ERM hat, wie man es so oft kennt von anderen Geräten, keine Buttons, keine Rotary-Encoder, eigentlich nicht, sondern es ist alles schon voreingestellt. Das ist echt ganz praktisch, weil man kann dann einfach nur zwei Geräte nehmen, einschalten und die pairen sich von selbst. Auf dem News-Interface gibt es einige Informationen, auf die möchte ich kurz eingehen, was bedeutet, welche Buchstaben für was steht. Also das ist relativ klein hier, deswegen haben wir da auch eine Folie vorbereitet. Also wir sehen hier mal zwei ERMs nebeneinander. Wir haben rechts oben stehend die Bezeichnung LCS. Im Grunde ist diese Bezeichnung eine Wiederholung, was eh schon auf dem Gerät draußen steht. Wir haben nämlich ein ERM 2400 SAH3 draußen im Feld, das ist nämlich für unseren SAH3-Head, aber genauso auch eben jetzt unser LCS. Und damit man diese beiden Varianten auseinanderhalten kann, nicht nur natürlich jetzt draußen mit der Aufschrift, mit dem Aufdruck, sondern genauso auch mit der GUI, haben wir diese LCS-Benamung auch noch drinnen. So, links stehend haben wir dann auch noch ganz klar und wichtig
unser Frequenzband vermerkt mit 2,4 GHz, darauf sind wir vorher schon eingegangen. In der nächsten Zeile haben wir die Link-ID stehen, die steht hier mit der Beziffer 1018 drinnen. Und wie man gut sehen kann, haben beide Module diese 1080 stehen. Das ist wichtig, weil wir dann wissen, dass diese beiden Module miteinander gepaart worden sind und eine Verbindung haben. Dann gibt es noch eine weitere Sache, die man auch nicht gleich von Anfang an kennt, nämlich M und C. Kommt euch vielleicht bekannt vor von den Begriffen Master und Client. Kennt man vielleicht auch schon vom Sivos Mini AF, da haben wir auch diese Master-Client-Mode, aber auch von der Kamera an sich, die immer Master ist. Aber in diesem Fall geht es nur um dieses Universum zwischen diesen beiden Funkmodulen. Nämlich hier ist eben das eine Master und das Client und das dürfte eigentlich auch gar nicht jetzt irgendwie tangieren. Genau, die nächste Zeile ist die Regionseinstellung sichtbar. Wir haben verschiedene Zonen. Und zwar, wir haben die Zone 1, Zone 2 und Zone 3. Unsere Medienmodule sind für diese drei Zonen zugelassen. Und es ist ganz wichtig zu wissen, welche Zone welche Länder beinhaltet. Zum einen Zone 1 hat eben Europe, Neuseeland, Australien. Zone 2 beinhaltet die Länder USA und Kanada und Zone 3 Japan. Nun ist natürlich klar die Frage, wo liegt der Unterschied? Warum gibt es die Zonen? Das hat was zu tun mit unserer Zulassung der Geräte. Je nachdem, welche Zone wir ein Gerät verwenden, darf man auch nur bestimmte Leistungen oder dürfen von einem Gerät nur bestimmte Leistungen rausgehen. Das heißt zum Beispiel für USA, da gibt es ganz klare Vorschriften, was möglich ist und was nicht, genauso auch wie in Europa. Und wir haben zum Beispiel in unserer Zone 1 sind nur 100, also nur, ist auch schon super, aber nur 100 Milliwatt zugelassen. In der Zone 2, wie zum Beispiel USA, jedoch 1 Watt. Das ist schon ein großer Unterschied, wie wir sehen. Deswegen ist das so diese Einteilung in Zonen. So, das nächste, was wir haben, ist die Einstellung LCS. Also genauer gesagt, wir haben hier stehen Wired LCS oder was auch immer, wie zum Beispiel L-Bus. Diese Bezeichnung da in der nächsten Zeile bezeichnet oder meint das Protokoll, was zwischen zwei Geräten gesprochen wird. Und je nachdem, an welchem Gerät so ein RM, was wir haben, dranhängt, wie zum Beispiel an der W24, wird auch ein Protokoll gesprochen. Jedes Gerät spricht verschiedene Protokolle. Wie wir alle wissen, die meisten wahrscheinlich schon wissen, die W24 spricht prinzipiell nur LCS. Deswegen wird in einer Verbindung, wo das RM an einer W24 hängt und an einer Kamera zum Beispiel wie hier dann gleich, immer die Angabe LCS stehen. Würde man zum Beispiel jetzt sagen, man hängt diesen ERM an ein OTU oder eine Master Grip, das sind alles L-Bus-Devices und man sagt auf der anderen Seite, ist beispielsweise das ERM an einem Motor, wie hier zum Beispiel, auch ein L-Bus-Device, in dem Fall, dann würde hier das Protokoll L-Bus sprechen. Genau, und da gibt es einfach ganz, ganz viele Fragen dazu, die meisten Menschen wissen und die meisten wissen noch gar nicht genau, welche Funktionen sind möglich, welche Features sind möglich. Und um das ein bisschen irgendwie zu sortieren, möchte ich mal weitergeben an Henrik, der hat sich damit näher beschäftigt. Ja, danke Christine für die super Einführung. Wir haben bei unseren Kamerasystemen im Prinzip drei Protokolle, die wichtig sind und die wir hauptsächlich nutzen. Das eine ist das LCS-Protokoll, das steht für Lens Control System. Das ist auch das älteste Protokoll, das haben wir vor vielen Jahren eingeführt, als das erste Lens-Control-System auf den Markt gekommen ist. Damals noch mit dem CLM1, das war im Prinzip auch ein Daisy-Chain-Motor, wie ein großer Seaforce-Motor, nur ein riesiger Knochen. Und haben dann dieses LCS-Protokoll in den Jahren immer weiter erweitert. So, dass jetzt, und ganz wichtig, LCS ist die Standard-Kabelverbindung zwischen unseren Handeinheiten und unseren Kamerageräten oder Kameras. Das heißt, wenn ich eine Handeinheit verbinde mit einer Kamera oder mit einem Motorcontroller und keinen Funk benutzen darf, weil ich mich zum Beispiel in einem Krankenhaus aufhalte, dann kann ich da eine Kabelverbindung über LCS benutzen. Und über LCS ist alles möglich, was über einen Funk auch möglich ist, über einen Weißfunk. Zum Beispiel natürlich Motorsteuerung, aber auch Kameraeinstellungen, Lens-File-Transfer, Lensdaten zurück auf die Handeinheit. Das ist alles über das LCS-Kabel möglich. Und in unserem Fall ist es auch so, dass die WCU4 und die SXU1 momentan auch nur dieses Protokoll sprechen. Das heißt, wie die Christine schon richtig erklärt hat vorhin,
wenn ich ein ERM an eine WCU4 anschließe, ohne dass irgendwas schon gepaart ist mit auf der anderen Seite, dann wird auf dem Display vom ERM LCS angezeigt, weil die WCU4 eben dieses LCS-Signal ausgibt. Auf der Kameraseite ist es ein bisschen komplexer. Da gibt es ja neben dem LCS-Signal auch noch im Protokoll auch noch das EXT-Protokoll, was über diese EXT-Steckerbuchse geht. Das ist, beinhaltet ein paar verschiedene Protokolle, by the way, diese Steckerbuchse. Zum einen noch einen zweiten CAN-Bus, über den zwei oder auch mehrere Kameras synchronisiert werden können. Das ist wichtig für 3D und auch Objektive synchronisiert werden können. Das ist jetzt aber für unsere Anwendung hier mit einer Handeinheit nicht wichtig. Und das dritte Protokoll, was wir eben fahren, ist das Elbus-Protokoll. Das haben wir rausgebracht mit C-Motion zu der Zeit, als wir die ersten CFOS-Motoren in den Markt reingebracht haben. Ist auch in der Alexa Mini drin. Ein ganz tolles Protokoll, weil man es eben auch daisy-chainen kann und weil es eine Menge clevere Features in sich hat. Und diese Protokolle werden eben über Buchsen ausgegeben. Diese Buchsen sind normalerweise kodiert und auch beschriftet. Und jetzt muss man aber wissen, dass an manchen Buchsen auch mehrere Protokolle anliegen können. Zum Beispiel ist es so, dass bei der Alexa LF an der LCS-Buchse natürlich das LCS-Protokoll anliegt und man dort eine WCU4 beispielsweise per Kabel anschließen kann. Aber bei der Alexa LF liegt eben auch das Elbus-Protokoll an und daher ist es möglich, einen CFOS-Motor an diese Buchse anzuschließen und diesen CFOS-Motor über diese Buchse zu steuern. Anderes Beispiel ist die OCU oder der MasterGrip. Die können sowohl das Elbus-Protokoll als auch das LCS-Protokoll sprechen. Und das ist natürlich schwer, sich zu merken und teilweise auch wirklich verwirrend, weil man das nicht an diesen Buchsen immer erkennt. Aber da ist halt die Hilfestellung, dass man das auf diesem Display erkennt von dem ERM 2400 LCS und einfach sicherstellen muss, dass auf beiden Modulen, die gepaart sind, das gleiche Protokoll anliegt. Und wenn das so ist, dann kann man gut damit arbeiten. Ja, Christine, jetzt würde ich einfach mal wieder an dich zurückgeben. Danke, Henrik. Wir haben jetzt schon den ersten Teil geschafft. Im zweiten Teil geht es wirklich jetzt einfach um Use Cases. Welche Setups-Möglichkeiten gibt es? Welche Features, die gesprochen werden über die verschiedenen Protokolle, sind in den verschiedenen Konfigurationen möglich? Und wir schauen uns mal das anhand von drei Setups an. Wie gesagt, an der LF, dann einmal hinten an der Alexa Mini LF und dann an einer Kamera, die ihr gleich sehen werdet. Und in dem ersten Setup ist relativ einfach mal aufgebaut. Wir haben hier die Alexa LF, wir haben das ERM dran. Wir haben bei dem ERM das FS-CAN-Buchse, die habe ich vorher schon erwähnt. Und wir haben daran ein Kabel dran gesteckt, was direkt an den LCS-Stecker geht. Auf der anderen Seite haben wir die SXU stehen. Die SXU, die hat hier genauso wie die WCU4 ein LCS-Konnektor und wir haben wieder an den ERM die FS-CAN-Buchse. Das heißt, wir haben diese beiden verbunden über diese Kabelverbindung. Hier zum Sehen als Beispiel, da hatten wir jetzt mal ein Kabel genommen, LCS auf Elbus und Elbus auf FS-CAN. Natürlich, wir haben auch Kabel, wo man ganz klar auch rein könnte, jetzt direkt von LCS auf FS-CAN. Aber es ist einfacher für uns zum Zeigen von den anderen Use Cases. So, jetzt zeigen wir mal, was möglich ist. Ganz klar, wir haben hier eine Iris-Kontrolle möglich. Und wenn zum Beispiel jetzt, wenn man sagen würde, wir haben jetzt auch einen Focus-Pool am Set, der immer am Set ist letztlich, der kommt jetzt da dazu mit einer weiteren Hand-Unit, nämlich der WCU4, dann, die schalten wir jetzt mal kurz zu, dann könnte man genauso sagen, dass jetzt der den Fokus übernimmt, die SXU übernimmt die Iris-Kontrolle und die beiden teilen sich da die Lens-Kontrolle. Der Vorteil ist natürlich ganz klar, über die WCU4 sind dann auch Kamerakontroll möglich. Das heißt, wir haben in dieser Setup wieder Lens-Control dabei. Also hier haben wir jetzt eine Fokussteuerung, wir haben hier die Iris-Steuerung und wir können natürlich auch sagen, wir verändern jetzt mit der WCU4 Framerate, Shutter Angle und so weiter. So, in diesem Setup, ich würde sagen, das ist so der meiste Use Case, wenn der DRT ganz weit weg sitzt, irgendwo in einem Zelt zum Beispiel, wo auch wichtig ist, dass man diese lange Range hat und eben der Kamera also dann einfach näher ist. Ich glaube, ich habe vorher noch gar nicht beantwortet, was diese Range ist. Wir haben hier 1000 Meter, also relativ weit. Und würde man jetzt zum Beispiel sagen, dass man jetzt keine SXU am Set hat,
Man hat eine W24 am Set, man hat die Kamera am Set und man hat aber einen OTU am Set und möchte aber mit dem OTU, der prinzipiell kein Funkmodul eingebaut hat, sondern ein kabelgebundenes Gerät ist, auch mit einem Funkmodul benutzen. Und ich habe da was vorbereitet, so wie die Köche in den Kochshows. Also hier mal unseren OTU, für diejenigen, die es noch nicht kennen. Relativ klein und handlich, man kann den da an die Kamera genauso auch packen. Und der OTU, der hat drei verschiedene Buttons. Ich werde mal ganz kurz mal das zusammenstecken hier, damit ich das zeigen kann. Schaut man mal jetzt hier diese SXU aus. Stecken wir das hier mal ab. Wir benutzen jetzt den OTU als Funkschärfe oder Iris-Kontrolle, je nachdem. Ich glaube, das sieht man, habe ich relativ gut. So, also wie ihr seht, haben wir hier jetzt mal die Kontrolle an der W24. Und die OTU hat hier keine Kontrolle. Die OTU hat ein ganz wesentliches Feature und das heißt bei uns Override Function. Das bedeutet, dass die OTU per Knopfdruck die Schärfekontrolle oder die Blendenkontrolle oder die Zoomkontrolle, je nachdem was für ein Objektiv dran ist, einfach nehmen kann. Wir haben hier drei User-Buttons, wir haben auch den Button 1 hier vorne schon vorkonfiguriert und darauf festgelegt, dass dieser Button jetzt Override zeigen soll. Sobald ich den drücke, wird hier vorne angezeigt die Buchstaben OVR. Ich drücke mal da drauf. So, jetzt haben wir hier die Kontrolle und wir sehen, dass jetzt auch die W24 anstatt unserer schwarzen Skala eine rote Skala bekommen hat. Und hier in dieser roten Skala sehen wir, dass hier keine Kontrolle mehr möglich ist. Jetzt ist die Frage ganz klar, kann jetzt auch der Kameraassistent die Kontrolle wieder zurücknehmen? Ja, kann er. Kann der Kameramann oder Operator, der die OTU steuert, auch die Kontrolle abgeben? Ja, kann er. Also ich würde mal hier mal kurz zeigen, in dem Fall Operator gibt die Kontrolle zurück, einfach wieder auf den Knopf drücken. Ich habe hier keine Kontrolle mehr, aber ich habe sie wieder in der W24, indem ich einfach wieder hier über den Punkt fahre. Genauere Informationen, wer nochmal dazu mehr wissen möchte, einfach auf unserer Website schauen. Wir haben den OTU genau erklärt, wir haben weitere Tech-Tipps dazu, wie diese Override-Funktion funktioniert. So, in diesem Setup, wie gesagt, ist möglich, Kamerakontrolle ist möglich, wir haben die Möglichkeit Lenssteuerung, also doch die wesentlichen Sachen. Dann gehe ich mal weiter zu Henrik. Ah, noch eine Sache vorab. Die meisten haben sich gefragt, an welchen Sets schon der OTU vorhanden war. Wir hatten auch die Chance, das war quasi die Feuerprobe von dem OTU, wir hatten ihn am Set von Dune. Greg Fraser hat ihn benutzt für den ganzen Film hindurch und es war für uns eine große Freude, einfach zu sehen, wie dieses Produkt auch, wie gesagt, also Freiheiten für Operators und in dem Fall für DOPs schafft. Und ich würde sagen, dieses Thema Freiheit ist ganz wichtig in dem Fall, weil wir haben ja auch die Zeit von Covid und da geht es um Abstand halten. Und vor allem, wenn es um Abstand halten geht, ist so eine OTU vielleicht hilfreich, weil dann der Kameraassistent nicht jedes Mal zur Kamera wandern muss, um eine Schärfe zu verstellen, sondern wirklich die Abstände eingehalten werden können. So, kommen wir nun zu den weiteren Use Cases vom ERM an der Alexa Mini LF und die wird wieder der Henrik zeigen. Ja, hallo, hier bin ich wieder an meiner Mini LF. Ganz einfaches Setup. Ich habe vorne am Elbus Mount zwei Seaforce Motoren dran und habe hinten an die X-Buchse des ERM 2400 LCS angeschlossen. Und das Gegenstück zu diesem 2400 LCS habe ich quasi an die WCU4 herangeschraubt, einfach hier an die Plate mit dem L-Bracket, verkabelt mit dem Kabel von LCS auf FSK-Bus und es funktioniert. Ich kann hier jetzt meine Motoren drüber steuern, ich kann auch die Kamera drüber steuern. Es liegt daran, das habe ich vorhin ja schon erklärt, dass eben auf dieser X-Buchse auch das LCS-Protokoll anliegt. Das heißt, auf beiden Geräten wird auch wieder LCS angezeigt, auf beiden ERMs. Ich könnte aber auch als Alternative, wenn ich die X-Buchse für was anderes brauche, das ERM vorne an den letzten Seaforce-Motor anhängen, quasi in die Daisy-Chain rein als letztes und habe dann die Möglichkeit, eben genau das Gleiche zu machen. Wir haben ja vorhin gesagt, dass die Seaforce-Motoren nur Elbus
können und kein LCS-Protokoll sprechen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn das hier alles LCS macht, wie geht das dann, dass ich das vorne an den CIFOS-Motor anstecken kann? Die Antwort ist, dass das Signal quasi durch die Daisy-Chain in die Kamera reingeht und das Kamerasystem dann quasi das LCS-Protokoll nutzt und die Motoren dann wieder über Elbus von der Kamera aus gesteuert werden. That's it from the Alexa Mini LF. Das gleiche gilt übrigens auch für die Alexa Mini. Das sind die gleichen Interfaces. Und jetzt gebe ich mal wieder ab an Christine. Ja, also wir haben es eigentlich schon geschafft heute. Fast. Also wir haben hier aufgebaut die Arricam LT, sorry fürs Nachschauen. Und der Hendrik wird ein bisschen zeigen anhand eines anderen Setups, nämlich wir haben hier unseren CIFOS Mini LF. Wie auch mit diesem Funkmodul, dass er eben verbunden werden kann. Deswegen machen wir jetzt mal oder wir zeigen mal live unsere Rotation. Mit Sicherheitsabstand. Genau. So, jetzt kann ich die Maske auch wieder abnehmen. Hätte ich auch gar nicht aufnehmen müssen, wahrscheinlich mit der Rotation. Was wir hier haben, wir wollten einfach mal das Setup auch nochmal zeigen mit einer Filmkamera, stellvertretend auch für alle Third-Party-Kameras, zum Beispiel für eine RED-Kamera, eine Sony-Kamera oder was man sich auch sonst noch so ausdenkt. Und in diesem Fall nutzen wir wieder eine WCU mit ihrem LCS-Protokoll, haben auf der anderen Seite wieder ein ERM, das beides ist miteinander verbunden und haben am Objektiv ein CIFOS Mini und ein CIFOS Mini RF. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum denn kein CIFOS Mini, auch an der Blende, warum CIFOS Mini RF? Ihr habt doch schon das ERM-Funkmodul. Und die Sache ist eben, dass der CIFOS Mini das Elbus-Protokoll spricht und der CIFOS Mini RF aber auch das LCS-Protokoll sprechen kann. Und weil eben die WCU4 nur das LCS-Protokoll spricht, habe ich da einen CIFOS Mini RF rangebracht. Das funktioniert auch. Und ihr seht schon, das ist hier ein bisschen mutiger Aufbau, den ich hier gemacht habe, weil ich einfach euch auch nochmal was anderes Verrücktes zeigen wollte, um so die Fantasie ein bisschen in Gang zu bringen. Ich habe hier noch ein OCU angeschlossen und habe die Blendensteuerung auf die OCU gelegt. Das kann natürlich auch ein längeres Kabel sein. Das heißt, die OCU ist quasi vom LCS, also vom LCS aus über die OCU zum ERM gedaisy-chained und vom ERM über die Luft dann wieder zum zweiten ERM und von da aus wieder in den CIFOS-Motor rein. Das heißt, es würde einem Anwendungsfall gerecht werden, indem ich zum Beispiel als Fokuspuller in einem Auto sitze und der DP sitzt neben mir und möchte die Blende selber steuern, dann ist das in so einem Setup möglich. Wäre übrigens auch mit dem Zoom möglich. Ja, liebe Freunde, so far so good. Jetzt kommt die Fragezeit. Ich hoffe, sind schon ein paar Fragen reingekommen. Und wenn es Fragen gibt, dann würde ich einfach mal beten, die vorzulesen. Natürlich nicht ihr zu Hause, sondern hier im Studio, damit wir die beantworten können. Ja, also mich haben ein paar Fragen erreicht, Hendrik. Und zwar, es war ja vorhin schon mal die Frage wegen 1 Watt und 100 Milliwatt. Also kann man die Geräte umschalten in der Sendeleistung? Also man selber als Kunde kann das nicht machen in dem Fall, aber unser ARI-Service kann das machen. Das heißt, wir verkaufen die Geräte ja auch in verschiedenen Regionen und in diesen Regionen sind die dementsprechend auch schon vorkonfiguriert. Wenn man aber dann das umstellen muss, weil man in einer anderen Region dreht, dann muss man das über den ARI-Service umschalten können. Wie gesagt, gibt es da spezifische Zertifizierungen. Und um diesen länderspezifischen Zertifizierungen, die wir vorhin genannt haben, gerecht zu werden, muss man auch die richtige Region eingestellt haben. Und das geht, wie gesagt, über einen ARI-Service. Eine andere Frage war, ob man eigentlich mehrere Systeme parallel verwenden kann. Ja, klar, also mehrere Systeme kann man parallel verwenden. Ich glaube, ich habe gerade in die falsche Kamera geguckt. Ich habe das ja vorhin schon probiert, an diesem Frequency Hopping zu erklären. Das Frequency Hopping funktioniert ja so, dass die genutzte Frequenz quasi durchs Band hüpft. Und je weniger da los ist in dem Band, desto ungestört kann die da auch durchhüpfen. Und wenn ich jetzt viele Systeme
habe, die da parallel auch durchhüpfen, dann hüpfen die sich in Anführungsstrichen gegenseitig auf die Füße. Und je mehr die sich gegenseitig stören und interferieren, desto geringer wird quasi die Signalqualität und desto geringer wird dementsprechend auch die Reichweite. Also wir empfehlen, so wenig wie möglich Systeme, versteht sich eigentlich von selber, am Set zu haben. Und wenn man aber dazu gezwungen ist, mehrere Systeme am Set zu benutzen, dann die Teile möglichst, die verschiedenen Module möglichst weit voneinander zu platzieren. Also wenn ich die zum Beispiel auf dem Tisch habe, ich habe da zwei Blendensteuerungen von zwei Kameras beispielsweise auf dem Tisch, dann empfehle ich, diese Funkmodule möglichst weit, so weit wie möglich voneinander zu platzieren, damit die sich nicht doll stören. Das kann man vielleicht so ein bisschen damit vergleichen, wie wenn man mit jemandem redet, wenn ich eine sehr laute Stimme habe oder schreie, um eine lange Reichweite zu haben, dann hilft mir das, wenn jemand mich hören soll, der weit weg ist. Wenn jemand aber direkt neben mir sitzt und wir uns gegenseitig anschreien, dann verstehen wir beide nichts mehr. Und so ähnlich ist das bei Funkmodulen auch. Nochmal eine bisschen grundlegende Frage. Also wir haben ja bei ARI immer diese Buchstabenkürzel. Und was heißt nochmal ERM? Und Frage ist gekommen, wie groß und wie schwer ist das ERM 2400? Also ERM heißt External Radio Module, also ein externes Radiomodul. Und die Größe und das Gewicht hatten wir vorhin in einer Folie. Ja, ich kann dir kurz weitergeben. Kann ich aber nicht auswendig, deshalb gehe ich hier jetzt einfach mal zurück. Das hatten wir nämlich hier irgendwann. Ja, das Gewicht sind 380 Gramm und die Maße, die haben wir jetzt auch auf dem Bildschirm, 11 mal 9 mal 4 Zentimeter. Dazu muss man natürlich dann auch noch rechnen, dass da der Kabelstecker noch mit dazu gerechnet werden muss, aber das ist so die Größe. Und wie gesagt, vielleicht haben wir es auch noch nicht gesagt, aber wirklich total solide gebaut, passt, also ist wirklich solide, das ist wie so ein Backstein, das hat mehrere 3/8 Zoll Gewinde und das kann man überall ranknallen. Und wir haben das gesehen, es war wie gesagt auf Carix drauf und das kann man da bombenfest festziehen. Und dafür ist, glaube ich, auch die Größe ganz gut. Wenn man das jetzt ständig rumschleppen muss, ist vielleicht suboptimal. Aber wir haben auch schon Setups gehabt, wo man die WCU4 einfach auf dem Stativ oder auf dem C-Stand hat mit dem Monitor und die WCU4 hängt da dran und dann hängt man halt das Ding noch an die Seite. Ich hoffe, dass du jetzt bei der nächsten Frage auch so toll vorbereitet bist. Da ist nämlich die Frage gekommen, wie ein Software-Update funktioniert. Wie ist da der Workflow? Ja, der Workflow ist im Prinzip so ähnlich wie die Regionsumstellung. Das muss man zum ARI-Service schicken und der ARI-Service kann dann ein Software-Update vornehmen. Das kann der Kunde leider nicht selber machen. Wie gesagt, wir haben ja auch kein richtiges kundenfreundliches User-Interface, um da irgendwas zu ändern. Wir haben dann ein Display, in dem angezeigt wird, was man wissen muss. Das ist auch sehr übersichtlich gehalten, enthält alle relevanten Informationen, die man am Set braucht. Aber wenn man eine neue Software draufspielen muss, dann muss das über einen ARI-Service passieren. Ist denn das ERM auch mit der alten ARIFLEX 16 ST kompatibel, die da hinten steht? Das ist eine Fake-Frage. Also, das ist eine ganz tolle Frage, weil wir haben ja so einen Slogan. Den haben wir schon seit vielen Jahren fürs ECS-System, fürs Electronic Control System, was eben diese ganzen Lens-Controls und so beinhaltet. Und der Slogan heißt Any Camera, Any Lens. Das heißt, selbstverständlich geht das auch an diese alte Filmkamera dran. Wir haben das ja hier jetzt auch schon exemplarisch an eine Aricam LT rangemacht, um da eben dieses Beispiel zu nennen. Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob das Start-Stop, ob das Auslösen geht, aber das kann ich ja nochmal nachgucken. Das war ein bisschen eine Fake-Frage. Was ist der Unterschied nochmal zwischen dem ERM für ERM 2400 LCS und SRH3? Also die Hardware ist im Prinzip die gleiche. Was der Unterschied ist, sind die Protokolle, die darüber gehen. Wir haben da verschiedene Datenraten, die wir bedienen und eben verschiedene Protokolle und daher ist das nicht kompatibel. Sind die kompatibel? Nein, die sind nicht gegen. Die sind nicht. Die kann man nicht mischen. Mission Impossible. Bestimmt possible. Mhm. Ja. Und was macht man, wenn ein ERM kaputt ist? So. Also erstmal ärgert man sich und zweitens passiert es auch nicht oft, weil es so robust ist. Und wenn es dann doch passiert ist, dann schickt man es zum ARI-Service.
der, also man schickt das kaputte und das heile ERM zum ARRI-Service und der kann dann über ein Tool quasi das Austauschgerät, was natürlich dann je nachdem, ob es ein Garantiefall ist oder nicht, noch wieder beschafft werden muss, eben so programmieren kann, dass diese beiden Module wieder synchronisiert gelinkt sind und wieder sich finden und miteinander kommunizieren. So, dann sind wir am Ende unserer Fragestunde. Vielen Dank für den Kreisverkehr und für die tolle Präsentation. Und Schlusswort von Hendrik. Ja, vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir haben weitere Informationen auf unserer Webseite. Und ja, nochmal auch ein persönliches Wort und ich glaube, das ist auch vom ganzen Team her. Wir wünschen euch alles Gute in dieser Zeit. Wir hoffen, dass bald das wieder auch weitergeht und vermehrt gedreht werden kann. Das ist jetzt eine schwierige Zeit. Wir hoffen auch, dass unser System hier mit Funkstrecken und so weiter da vielleicht auch eine kleine Lösung bietet, um eben die Abstände einzuhalten. Und lasst euch alle nicht unterkriegen und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.